Vielleicht kennt ihr das ja. Ihr habt euch gestern mit eurem Date oder eurem Partner getroffen und es war wirklich wunderschön. Ihr könnt an nichts anderes mehr denken und die Anziehung ist einfach unfassbar groß. Ihr wollt aber trotzdem noch nicht miteinander schlafen. Ja, was macht man da? Die Antwort darauf lautet Petting. Was das ist, wie das funktioniert und wofür das gut sein soll, das erzähle ich euch jetzt. Der Begriff Petting kommt aus dem Englischen von to pet und die meisten denken jetzt wahrscheinlich an Haustier. Das heißt Pet zwar auch, aber wer ganz genau im Englischunterricht aufgepasst hat, der weiß auch, dass to pet auf Deutsch streicheln und liebkosen heißt. Das heißt, ihr streichelt, küsst und massiert euch gegenseitig und das an den Stellen, an denen es euch am allerbesten gefällt und da gibt es auch keine Regeln, das heißt, ihr könnt ganz individuell nach euren Wünschen vorgehen und euch gegenseitig erkunden. Deswegen ist Petting eigentlich auch nichts anderes als eine Erkundungstour, ja, der Körper. Es geht also nicht darum, dass ihr gemeinsam Sex habt, sondern eher darum, dass ihr euch gegenseitig erkundet und euch erregt mit Küssen, mit Berührungen und ja, mit was euch auch immer gefällt. Aber auch beim Petting ist Vorsicht geboten, denn auch da kann man theoretisch schwanger werden. Zum Beispiel, wenn Spermien über die Finger in die Vagina geraten oder auch durch den Lusttropfen Spermien in die Vagina geraten. Je nachdem, wie weit ihr da geht, ist es da vielleicht auch sinnvoll, ein Kondom zu benutzen. Natürlich kann aber auch da was passieren, denn kein Verhütungsmittel ist zu 100% sicher. Wenn ihr eine Verhütungspanne haben solltet, keine Panik. Ihr könnt in die Apotheke gehen und euch zur Pille danach beraten lassen. Die wissen dort ganz gut Bescheid. Das heißt, ihr braucht auch keine Angst haben und auch keine Scheu. Ihr dürft da gerne alles fragen, was ihr wollt, denn es kann jedem mal passieren, eine Verhütungspanne zu haben. Petting ist aber auch ganz oft das Vorspiel zum richtigen Sex. Manchmal reicht aber auch Petting einfach aus. Zum Beispiel, wenn ihr eure Tage habt, dann ist es ganz vielen auch unangenehm, miteinander zu schlafen. Und dann kann man einfach Petting machen und nebeneinander kuschelnd einschlafen. Petting ist auch super, wenn ihr noch gar keinen Sex hattet und vielleicht auch gar nicht dafür bereit seid, jetzt schon miteinander zu schlafen. Dabei könnt ihr nämlich trotzdem die Berührungen genießen und euch austesten und ja, eurem Partner auch sehr nahe kommen, ohne Geschlechtsverkehr zu haben. Petting gibt es auch in ganz unterschiedlichen Varianten. Das heißt, man kann das in einer eher softeren Variante auch betreiben, mit angezogenen Körpern, also mit Klamotten. Oder aber auch sich die Klamotten vom Leib reißen, geht natürlich auch. Das heißt, ihr könnt das so machen, wie ihr euch am wohlsten fühlt, weil manchmal ist man vielleicht auch noch gar nicht so weit, sich auszuziehen, je nachdem, wie ihr euch bereit fühlt. Der Orgasmus ist beim Petting kein Muss. Das kann das Ganze natürlich noch ein bisschen aufregender machen. Aber wie schon am Anfang gesagt, es gibt keine Regeln und genauso wie beim Sex kann Petting auch einfach ohne Orgasmus schön sein. Und vielleicht passiert es dir dann das nächste Mal. Jetzt würde mich natürlich eure Meinung brennend interessieren. Wie steht ihr zum Thema Petting? Mögt ihr das gerne lieber vielleicht sogar als Sex? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bin ganz gespannt, was ihr schreibt. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren, solltet ihr auf alle Fälle tun. Und hier gibt es ein weiteres Video. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss.